Und unsere Reise geht weiter. Diesmal mit Kaladesh. Kaladesh ist ein super gehyptes Set. Wegen den Expeditions, die da aktuell drin sind. Und ja, da wollen wir mal gucken, was wir hier so finden können. Inventor Goggles. Ein Mana Ausrüstung. Die Ausrüstung der Kreatur kriegt +1/+2. Immer wenn ein Artefisser das Spielfeld kontrolliert, ins Spielfeld kommt, kann man die dann anrüsten. Thriving Turtle, 1 Mana 0/3. Wenn sie ins Spiel kommt, kriegt man 2 Energiemarken. Stimmt, das war mit Energie. Und immer wenn die angreift, kann man 2 Energiemarken bezahlen, um der +1/+1 zu geben. Nee, +1/+1 Counter, okay. Tiddy Conclusion, Tidy. 5 Mana Instant, man zerstört eine Kreatur. Und man kriegt danach für jedes Artefakt, was man kontrolliert, ein Leben. Skyswirl Harrier, 5 Mana 3/4 fliegend. Das ist langweilig. Oh Gott. Bastion Mastodon. 5 Mana 4/5. Für ein weißes kriegt das Ding Wachsamkeit. Das ist ein riesiger metallener Elefant. Okay. Curio Vendor. 2 Mana 2/1. Kein Effekt. Prophetic Prison. 2 Mana. Kommt ins Spiel, zieht eine Karte. Und für 1 Mana tappen kriegt man Mana wieder Farbe. In Snow gibt es das halt schon ewig besser. Spireside Infiltration, 3 Mana 3/2. Wenn er getappt wird, führt der Gegner einen Schaden zu. Das ist cool mit den Autos, die hier drin sind, mit den Vehicles. Commencement of Festives, 2 Mana Instant. Jeglicher Schaden, der in diesem Zug an Spielern zugefügt wurde, wird verhindert. Chandras Pyro Helix, 2 Mana fügt 2 Schaden an beliebigen Target, Creature und oder Player zu. Okay. Fabrication Modul. 3 Mana Artefakt. Immer wenn ihr ein oder mehr Energie bekommt, kriegt ihr eine Präsenz 1 Marker auf eine Kreatur eurer Wahl. Und für 4 Mana Tappen kriegt ihr eine Energie. Visionary Augmentor. 4 Mana 2/1 mit Fabricate. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr entweder 2 Präsenz 2/1 Marken auf diese Karte legen oder 2 Top 2 Servo bekommen. Keine Top 2 Servos. Oh, Modern Staple. Ceremonious Rejection. Ein blaues Mana Counter-Target Colorless Spell. Halt gegen die Eldrazis und Artefakte und Tron-Dinger. Ja. Im Modern sehr, sehr gern gesehen. Und unsere Rare ist Wildest Dreams. Wunderschönes Artwork mit den Wolken, die hier so Zahnräder machen. Für ein grünes und Doppel-X bringt man X Karten aus dem Friedhof die Hand zurück und die wird dann exiled. Sumpf, Konstrukt. Ja. Das geht besser. Dem gebe ich nochmal eine Chance. Das geht besser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.